Hi, heute möchte ich euch mal ein paar Solo-Gitarrentechniken vorstellen, die ihr auf jeden Fall in eurer Werkzeugkiste haben solltet. Die Techniken, die ich euch heute zeigen möchte, sind ganz fundamentale Techniken der Solo-Gitarre. Diese könnt ihr zum Beispiel in Blues-Soli, in Rock-Soli, aber auch in Jazz-Soli hören. Das sind jetzt nicht alle Techniken der Solo-Gitarre, aber es sind wirklich die, die ich wirklich am häufigsten benutze und wie ich persönlich auch finde, dass das die wichtigsten sind, um meinetwegen einen Ton einen anderen Charakter zu geben oder ihr habt dadurch eine andere Möglichkeit, zwei oder mehrere Töne miteinander zu verbinden. Fangen wir gleich mit der ersten Technik an. Die erste Technik sind Slides, und zwar gibt es verschiedene Möglichkeiten von Slides. Entweder könnt ihr zwei Töne miteinander verbinden, indem ihr meinetwegen den tieferen Ton anschlagt und dann ein Slide aufwärts zum höheren Ton macht. Das gleiche könnt ihr auch machen, wenn ihr erst den höheren Ton auf einer Seite spielt und dann Slide macht und dann zum tieferen Ton kommt. Eine andere Möglichkeit wäre einfach in einen beliebigen Ton reinzusliden, sei es von unterhalb oder von oberhalb. Mit den Slides habt ihr somit schon mal eine Möglichkeit, zwei Töne oder mehrere Töne miteinander zu verbinden, um dadurch ein bisschen fließenderen Klang in euer Solospiel mitzubekommen, weil ihr dadurch nämlich die Pick-Attack rausnehmen könnt und dadurch klingen die Töne einfach ein bisschen gebundener. Die nächste Technik, die ich euch zeigen möchte, sind Bendings. Und zwar Bendings ist einfach eine Technik, bei der ihr einen Ton anschlagt und den so lange zieht, bis ihr eine andere Tonhöhe erreicht habt. Ihr könnt Halbtöne benden, ihr könnt Ganztöne benden, ihr könnt sogar drei Halbtöne bis zu vier Halbtönen benden. Vier Halbtonen-Bendings, das sind solche Sachen, die ihr zum Beispiel bei Albert King gehört habt, das dann auch später so von David Gilmour beispielsweise übernommen wurde. Bei den Bendings gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt erstmal ein ganz normales Bending spielen, indem ihr einen Ton anschlagt und dann auf die gewünschte Tonhöhe zieht. Die andere Möglichkeit für Bendings wäre, dass ihr auch wieder den Ton anschlagt, auf eine gewisse Tonhöhe zieht und dann macht ihr einen Release. Das heißt, ihr lasst den Ton wieder zurück zum Ausgangston kommen. Die nächste Möglichkeit wäre ein sogenanntes Preband. Ein Preband ist eine Technik, bei der ihr erst die Saite zum gewünschten Ton hochzieht und dann erst anschlagt. Ist ein bisschen schwieriger, weil ihr vorher, bevor ihr das Bending macht, nicht oder bevor ihr angeschlagen habt, nicht hört, wie hoch der, ob ihr jetzt wirklich die richtige Tonhöhe getroffen habt. Aber das sind auch Sachen, die man durch ein bisschen Übung hinkriegt. Bendings solltet ihr, wenn ihr diese übt, dann solltet ihr die wirklich vernünftig üben, weil es klingt ganz furchtbar, wenn jemand ein Bending macht und ein bisschen zu hoch oder zu tief ist, weil dann seid ihr immer so ein bisschen daneben und das hört auch ein Zuhörer ganz gut und das reibt sich meistens ziemlich mit dem, was die anderen Musiker dann spielen. Kommen wir zur nächsten Technik. Die nächste Technik sind Hammer-Ons und Pull-Offs. Ein Hammer-On ist einfach der Fall, dass ich einen tieferen Ton anschlage und dann den höheren Ton nicht mit dem Pick anschlage, sondern einfach dadurch erzeugt, dass ich mit einem Finger auf die Saite hämmer und dadurch dann den Ton erzeugt, ohne den nochmal anschlagen zu müssen. Ein Pull-Off ist genau das Gegenteil. Beim Pull-Off schlage ich erst den höheren Ton an, dann ziehe ich den Finger von der Saite und lasse dadurch einen tieferen Ton erklingen. Hammer-Ons und Pull-Offs sind auch eine sehr gute Möglichkeit, Legato spielen zu können. Wobei man immer sagen muss, dass wenn ihr Hammer-Ons und Pull-Offs spielt, noch nicht automatisch Legato spielt. Da gibt es nämlich einen kleinen Unterschied, weil Legato ist ja, dass ihr fließend spielt
Und fließend spielen tut ihr noch nicht gleich, indem ihr Hammer und Pull-Offs benutzt. Da gibt es nämlich wirklich Unterschiede. Und wenn ihr euch mal super Legato-Gitarristen anhört, wie meinetwegen Alan Holdsworth, der ja leider schon verstorben ist, Tom Quayle zum Beispiel ist einer von den moderneren, dann könnt ihr euch noch anhören Tim Miller, das ist ein Jazz- und Fusion-Gitarrist. Das sind alles Gitarristen, die wirklich eine sehr, sehr gute Legato-Technik haben. Ein anderes Beispiel für einen sehr guten Legato-Gitarristen wäre zum Beispiel noch der Gitarrist Brad Garst. Kommen wir auch zur letzten Technik, die ich euch vorstellen möchte. Die letzte Technik sind Vibratos. Und zwar ist ein Vibrato im Prinzip nichts anderes als eine kurze Abfolge von Bendings und Releases. Beim Vibrato habt ihr ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt ein flaches Vibrato nehmen, ihr könnt ein etwas weiteres Vibrato nehmen, ihr könnt ein langsames, ihr könnt ein schnelles Vibrato nehmen. Das könnt ihr auf einer gespielten Note oder ihr könnt das Ganze auch auf einer gebändeten Note machen. Vibrato ist eine Technik, wo ich euch wirklich raten möchte, dass ihr da sehr, sehr viel Zeit investiert und das nicht einfach mal kurz probiert und dann so in euer Spiel einbaut. Hört euch einfach mal Gitarristen an, beispielsweise wie Eric Clapton, B.B. King, Stevie Ray Vaughan, Joe Satriani, Slash und die Liste kann man noch endlos weiterführen. Jeder von diesen Gitarristen hat einfach eine bestimmte Art, ein Vibrato zu machen und versucht euch wirklich mal eure Lieblingsvibratos rauszusuchen, versucht die ein bisschen zu kopieren und irgendwann wird sich daraus euer eigenes Vibrato entwickeln. Da nochmal wirklich darauf hingewiesen, Vibrato ist keine Technik, die ihr eine Woche übt und dann ist das Ding abgehakt. Das müsst ihr wirklich üben, bis ihr einfach da sicher seid, dass ihr die auch in Time machen könnt und dass ihr wirklich damit eure eigene Note oder euer eigenes Spiel wirklich charakterisieren könnt. Okay, zum Abschluss nochmal. Diese Techniken, die ich euch jetzt gezeigt habe, sind natürlich nicht alle Techniken der Solo-Gitarre. Es gibt natürlich noch andere Sachen, zum Beispiel, dass man auf Picking-Techniken eingeht, wie Alternate-Picking oder Sweep-Picking oder dass ihr eine Tapping-Technik benutzt. Das sind natürlich noch alles Sachen, die auch in der Solo-Gitarre Anwendung finden. Mir ging es jetzt erstmal nur darum, Techniken zu nehmen, mit denen ihr dann tatsächlich Töne ein bisschen anders färben könnt. Das könnt ihr natürlich auch mit den anderen Sachen, aber es ging mir darum, nicht jetzt das Ganze zu weit auszuholen, sondern eher so ein bisschen auf so ein paar fundamentale Phrasierungstechniken einzugehen. Zum Üben würde ich euch wirklich empfehlen, immer ein paar verschiedene Sachen zu machen. Also, dass ihr wirklich versucht, diese verschiedenen Techniken immer in euer Solospiel einzubauen und einfach mal gucken, dass an bestimmten Stellen vielleicht merkt ihr, okay, da passt ein Bending gut, da passt vielleicht eher ein Slide, da könnt ihr vielleicht ein Hammer-On spielen. Dass ihr solche Sachen immer probiert und einfach auch wirklich guckt, was für euch besser klingt. Das andere ist, hört euch wirklich eure Lieblingsgitarristen an und guckt, wie die diese verschiedenen Techniken einfach in der Solo-Gitarre benutzen. Also hört euch das an, guckt, wann benutzen die Bendings, wann benutzen die Slides, was für ein Vibrato machen die und wie ist das Vibrato aufgebaut? Ist das eher langsam? Ist das eher schnell? Oder wenn ihr ein gebändetes Vibrato habt, wie machen die das da? Weil da hat jeder seine eigenen Arten und dadurch kann man auch einen Gitarristen sehr gut erkennen. Und das ist auch wirklich was, was ich jedem empfehlen möchte, dass wenn ihr übt, dass ihr auch wirklich immer guckt, wie das wirklich eure Lieblingsgitarristen machen. Also es geht nicht darum, das Rad wieder neu zu erfinden, es geht einfach darum, auch Sachen mal zu kopieren und dadurch dann seinen eigenen Stil draus zu entwickeln. Das sind auch Sachen, die ich zum Beispiel mache. Wenn ich ein neues Solo lerne, dann transkribiere ich das Solo und versuche es erstmal wirklich so nachzuspielen, wie ich es auf der Aufnahme gehört habe. Und dann nehme ich mir da meine Licks raus und fange an, die Sachen dann tatsächlich zu verändern, bis die dann irgendwann, manchmal dauert es länger, manchmal geht es ein bisschen schneller, ihr Weg in mein Vokabular gefunden haben. Gut, alles klar, das soll es auch schon gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, hinterlasst mir gerne ein Abo. Mein Name ist Markus Uhlen und ihr seid auf dem Kanal der Gitarrenbass Online-Schule.